Ich lese 52 Bücher in 52 Wochen. Woche 13, alles was ich weiß über die Liebe von Dolly Alderton. Dieses Buch wurde einfach mit jeder einzelnen Seite besser. 4,5 Sterne. Woche 14, ich hatte Corona und habe direkt 2 Bücher gelesen. Einmal der erste Teil von Tribute von Panem. War mega gut, aber ich wünschte, ich hätte den Film nicht vorher gesehen. Und Frankie von Jochen Gutsch und Maxim Leo. Das Buch ist aus der Perspektive eines Katers geschrieben und ich habe am Ende komplett geheult. Obviously 5 Sterne. Woche 15, Geldanlegen mit gutem Gewissen von Günther Heißmann. Ich wollte damit mein Finanzsystem ein bisschen überarbeiten, aber ich fand das Buch ehrlich gesagt ziemlich schrecklich. 1 Stern. Woche 16. Factfulness von Hans Rösling als Hörbuch gehört. Ist an sich ein gutes Buch, aber war für mich nicht viel Neues. 3 Sterne. Woche 17. Dein Hindernis ist dein Weg von Ryan Holiday. War mir persönlich etwas zu basic, aber an sich ein gutes Buch. 3 Sterne. Und Honorable Mention, Nadine Brady's Only Kind of Broken. Ist mehr ein Journal als ein Buch, deswegen zähle ich es nicht rein. Volle Review dazu kommt morgen.